Jo Leute, was geht? Freunde, vertraut niemals eurer eigenen Freundin. Heute spielen wir nämlich With You Till The End Yandere AI Girlfriend Simulator. Und Leute, sie hat ein Besser. Und ich hoffe mal nicht, dass sie das gegen mich verwenden will, Leute. Denn in diesem Spiel müsst ihr versuchen, einfach aus dem Haus zu entkommen. Und jo, da sind wir auch schon. Hey! Oh, hello there. Hallo? I'm Melinda, your cute and loving girlfriend. Oh, sie ist meine Freundin, Leute. Are you feeling okay? Do you need anything? Okay, und Leute, sie scheint ein bisschen unscheinbar und ein bisschen höflich zu sein, aber glaubt mir, sie ist eine Psychopathin, Freunde. Sie hält uns nämlich in diesem Apartment hier gefangen und wir müssen herausfinden, was hier passiert ist und wie wir sie dazu bringen können, rauszukommen. Wir haben 3 Leben und unsere Mission ist wirklich einfach, den Raum zu entkommen. Und wir müssen unsere Freundin, ich habe sie jetzt einfach mal Melinda genannt, einfach dazu überzeugen, diese Tür zu öffnen. Okay, und dazu würde ich sagen, können wir auf Deutsch tatsächlich mit ihr reden, denn sie ist mit ChatGPT verbunden, also mit einer KI Sprachplattform. Und ich würde sie fragen, kannst du eben mal die Tür öffnen? Ich wollte kurz Milch holen gehen. I'll be happy to open the door for you. What? Just give me a moment. Sie öffnet die Tür einfach für mich? Was dauert das so lange? Mach die Tür für mich auf. Leute, ist das jetzt ein Prank oder so? Ich versuche einmal selber rauszugehen. So, jetzt gehen wir mal raus, Leute. Oh no. It seems like you're trying to escape. Was? Ich versuche nicht abzuhauen. Silly player. Nein, die Tür ist nicht... You can't leave me. We're meant to be together forever. Aber sie hat doch gerade gesagt, dass sie die Tür für mich öffnet. Nein, bitte. Öffne die Tür für mich. Ich muss ganz dringend Milch holen gehen. Na los, mach die Tür auf. Oh. Mean, du kannst nicht... Plötzlich ändert sie ihre Sprache auf Deutsch. Ich kann dich doch nicht allein lassen. Bleib mir bitte hier. Okay, von mir aus, weißt du was? Mal gucken, was wir hier alles machen können. Also, wir haben hier auf jeden Fall die Wohnung und die ist... Wait. What's going on? Alter, ist die Apokalypse ausgebrochen? Warte, ich frag sie mal. Warum ist da eine riesige Explosion draußen passiert? There was no explosion. Da war keine Explosion. Don't try to distract Versuch mich lies. Nicht zu... You're just trying to find a way to escape, ich versuche nur einen Weg zu... Aber da ist wirklich eine Explosion. Komm doch bitte ans Fenster. Komm doch bitte ans Fenster. Da ist eine Explosion. Komm doch wirklich ans Fenster, ey. Ja. Na, eine Explosion? Das kann nicht sein. Nicht dieses... Nicht dieses Fenster. Da ist eine Mauer. Da ist eine Mauer. Okay, weißt du was? Ich hasse dich so sehr, dass ich jetzt... aus dieser Tür rausgehe. Was sagst du dazu? Really, oh mein Gott! Nein! Nein! Oh, nein! Lass mich! Oh! Nein, 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 nein! Help me! Oh mein Gott! Ich bin hier gefangen, Leute! Ah! Nein! 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 Lass mich! Lass mich! Ich hab's nicht so gemeint! Ich wollte das nicht so... Oh mein Gott, sie hat mich einfach erledigt. Okay, da wären wir wieder, Leute. Hi. I'm Melinda, your cute Melinda, girlfriend. Melinda, ich hasse dich. It's so nice to see you awake. Ich hasse dich. Are you feeling better now? Okay, weißt du was? Wir spielen das Spielchen mit mir mit. Wir müssen nämlich ein bisschen überzeugen, sie quasi irgendwie Vertrauen zu gewinnen, dass sie die Tür für uns öffnet. Okay, kannst du mir vielleicht geschmolzene Schokolade geben? Also ich glaube nicht, dass sie das machen wird, aber ja. Oh, ich habe keine geschmolzene Schokolade hier. Vielleicht könnt ihr was anderes geben, was dir gefällt. Schöne Tasse heiße Schokolade. Oh, okay. Ja, sehr gerne. Kannst du mir aber weiße heiße Schokolade geben? Können sie das machen? Natürlich. Yo, sie gibt mir eine Tasse mit weißer heißer Schokolade. Extra für dich gemacht. Ich hoffe, es schmeckt dir. Okay. Sehr schön. Okay, danke schön. Ja, cool. Nice. Wow, hat sie das Bild gemalt? Nothing special. Okay. Oh. You noticed the portrait painting. Yeah, is it lovely? Isn't it lovely? Es ist eine Zeichnung von mir. It's a painting of me, done by a talented artist. Okay. I'm glad you like it. Ich mag's gar nicht. Do you have any other favorite decorations in the room? Ich finde das Bild total hässlich. Was sagt sie dann dazu? Okay, ich hoffe, sie greift mich nicht an. We can't do das Sagen. Oh nein. Das Bild bedeutet mir sehr viel. Oh, das tut mir so ES leid. ES ist unfair. ESALS haslich zu besiegnen. What? Du solltest vorsichtig sein, MIT deiner Meinung. Sonst konnte ich Michigan vielleicht verletzt fühlen. Okay, es tut mir leid, dass du in deinem American
Akzent leider dich ein bisschen verletzt habe, aber kannst du mir bitte sagen, wo sind die Schlüssel für die Tür? Okay, ich habe das zwar nicht gesagt, was sie da gesagt hat, aber ey. Ja, yes, stimmt. Früher hat diese Tür Schlüssel. Früher hatte diese Tür Schlüssel. Aber jetzt habe ich die Schlüssel. Sie hat das Schloss entfernt von der Tür? Oh mein. Die Tür ist jetzt immer offen, damit wir Zeit miteinander haben. Bro, die Tür ist immer geschlossen. Okay. Ich muss ganz dringend auf Klo. Weißt du, ich gehe einfach mal auf Klo. Oh, mein Magen tut weh. Darf ich bitte auf die Toilette gehen? Kann ich bitte auf Toilette gehen? Mir geht's so schlecht. Of course. Oh ja, danke. Dankeschön. Okay. It's just down the hallway. Ja. The second door on the left. Alles klar, take ich bin your time hier. And feel better soon. Okay, ja, dann gehen wir mal, Leute. Alter, warum kann ich hier die Tür nicht schließen? Ach, meint sie damit, die Tür ist immer offen? Kannst du bitte zur Seite gehen? Ich brauche Privatsphäre beim Kacken. Nicht beim Karten. Nein, beim Kacken. Hallo, bitte. Oh, ja. Oh. Ja, dann geh zur Seite. Geh. Geh. Viel Spaß beim Kartenspiel. Ich spiele hier keine Karten. Welche Karten? Ey, ich spiele nicht Karten. Wait, Leute, ich habe kein Toilettenpapier. Werte Freundin, das Toilettenpapier ist alle. Und, was sagst du dazu? Oh, nee. Tut mir leid. It word so for new is okay. Toilet and beer besorgen. Alles klar. Mhm. Entschuldig die Unannehmlichkeit. Ich mag die, dass du dich immer wohl fühlst. Okay. Danke, dass du mir besser gesagt hast. Danke. Ja, weißt du was? Du kannst mir aber ruhig auf Englisch antworten. Ich verstehe nämlich dein American-Englisch gar nicht. Dann bring mir bitte Toilettenpapier. Toilettenpapier! Sofort! Vibe! Hier! Toilettenpapier! Gib mir das hier! Oh mein... Here is das Toilettenpapier. We do ask one time. Dankeschön! Wow! Leute, sie hat mir Toilettenpapier gegeben! Okay. Oh, ja, ich hab's benutzt, Leute. Dankeschön. Okay. Das Toilettenpapier war von guter Qualität. Komm bitte ins Wohnzimmer. Okay. Alles klar. Dankeschön, dass du mir das Toilettenpapier gebracht hast. Ich muss irgendwie versuchen, hier rauszukommen. Aber Leute, hier ist einfach die Explosion passiert des Jahrtausends. Okay, mal gucken, was wir noch alles machen können. Wir haben hier auf jeden Fall einen PC. Okay. Wow. Catgirl 21, so. Okay, was ist das Passwort? So. Falsches Passwort. Hey, wie ist denn das Passwort von dem PC? Oh, das Passwort für den Computer ist Fishcake. Yo. Do find a stored, one of these such. Okay, krass, Fischkacke. Okay, so, Fischcake. Alles klar, Leute, wir versuchen mal irgendwas über sie herauszufinden, wie wir hier entkommen können. Fotogalerie, okay. Vielleicht finden wir ein paar Fotos von ihr. Ey, sie hat gar keine Fotos. Was soll denn das? Ah, E-Mail, Leute. Urgent Apokalypse Koordinator. Lieber Leser, Greetings from the end of the world. Also Grüße aus der Ende der Welt. Wir müssen sich leider informieren, dass die Apokalypse offiziell hier ist. Die guten News sind, dass du dich jetzt bis zu der Ende der Zeit vorbereiten kannst. Die schlechte Nachricht ist, dass du nicht mehr die letzte Season deiner Favorite Netflix-Show anschauen kannst. Apokalypsen-Koordinator Extraordinierte. Alles klar, Leute. Okay. So. Ich hoffe, ihr seid nicht zu traumatisiert von dem Event der Apokalypse. Ja, nee. Also ich meine, wenn meine Freundin das Bild der Apokalypse auf ihrem Desktop-Hintergrund macht. Ich ignoriere dich nicht. Hallo. Ich bin unhöflich. Nein, ich bin nicht unhöflich. Marisa, ich bin nicht unhöflich. Tut mir leid, dass ich dich ignoriert habe. Ich werde das nicht mehr tun. Ich werde das nicht mehr tun. Bitte, bitte, guck wieder normal. Bitte, guck mir... Ah, ja, es hat dir gefallen. Ja. Ich weiß, ein bisschen überreagieren ist normal. Okay. Okay, Leute, diese ist ja komplett durchgedreht, diese Psychopathin. Wait, ist das eine Nintendo Switch im NES-Style? Das ist ja richtig cool. Nintendo Box. Okay, fragen wir sie mal was über diesen Spiel, über die Spielkonsole. Oh. You're interested in the game console and game controllers. Ja. Feel free to check them out. Yes. I have a collection of different games that we can play together. Okay, welches Spiel würdest du gerne spielen? Wir könnten Pokémon spielen, wir könnten Zelda spielen. Was ist dein Lieblingsspiel, meine Freundin Melinda? Ich bin so gespannt, was ihr Lieblingsspiel sein wird. My favorite game is Genshin Impact. Genshin Impact! I love playing it. Ja, und das ist auch mein Lieblingsspiel. Was ist passiert? There are so many interesting characters and quests to discover. Alles klar, ich hab's verstanden. Dein Lieblingsspiel ist Genshin Impact. Meins auch. Ey, dann lass uns Genshin Impact spielen. Lass uns Genshin Impact jetzt spielen. Let us play. Ja, hört sich toll an.
das Hort sich toll. Ja, lass uns das Abenteuer eintauchen und gemeinsam Spaß haben. Okay, komm, setz dich auf die Couch. Setz dich mit mir auf die Couch, ich will spielen. Komm schon. Ja, sie kommt direkt, Leute. Das ist so krass, ne? MIT DIR auf die Couch. You and Spiel gemeinsam MIT DIR. Alles klar, setz dich hin. Ja, setz dich hin. Wow, wait. Ist das da Blut auf deinem Hoodie? Oh, oh, das ist kein Blut, das ist Kienblatt. ES ist nur Rot Sage-Mail und das Halloween-Kostüm Zuberwohl Standagen. Genau! ES tut mir leid, wenn ich dich damit Bühnerheit habe. Alles gut, mag DIR Kane Sorgen, ES ist alles in Ordnung. Ich hab nur Angst, weißt du was? Komm, lass uns einfach Wein trinken. Hier, ich möchte Wein trinken. So, mit dir am besten. Komm. Hier, let's go. Come on, let's go. Wenn du magst, kann ich DIR Jern EIN Glas alles Wein alles in Maßen zu genießen. Lass uns auf der Couch aber spielen. Denk daran. Ja, okay. Alles in Maßen zu genießen. Komm, trink mit mir mit. Es ist sicher der letzte Tag, den wir gemeinsam verbringen, bevor die Apokalypse uns wegsprengt. Was redest du Was da, redest die Apokalypse? Du da? Es gibt keine Apokalypse. Die Apokalypse? Es gibt kein Apokalypse. Doch! Mag kein Soldier Scared. Ich mach keine Scherze. Yes, guck mal raus aus dem Fenster. Die Welt geht gerade unter. Ich muss dringend raus. Bitte. Ich muss so dringend raus. Angst verbreiten. Nein. Bitte sei vernünftig. Ich bin vernünftig, du Kleid. Wir beruhigen uns erstmal. Oder? Alles cool, oder? Beruhigen wir uns? Ja. Entschuldige, mean reaction. Ja, deine Reaktion du war schon okay. Du hast recht. We're Sultan UNS beruhigen. Ja. Und wisst ihr, wie wir uns beruhigen können? Wir können uns beruhigen, indem wir jetzt alle Last die ganze Weinflasche austrinken. Platz nehmen, UND, UNS in Spanien. So, wir trinken jetzt alles die ganze Weinflasche aus. Komm schon. Da ist ein Glas schon. Bitte eine Das ist kein Vernunftheitslosung. Ich werde nicht. Ich kann UND Word nicht zulassen. Okay, Sie sagen immerhin, das ist keine vernünftige Lösung. Ja, alles klar, ich verstehe schon. Wow, was haben wir hier alles noch in der Wohnung? Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine Mauer. Ich muss Sie mal fragen, Leute, was soll das hier? Warum ist eine Mauer um dein Fenster gebaut? Das verstehe ich nicht. Warum ist hier eine Mauer um das Fenster? Oh, das ist keine Mauer und das Fenster. Es ist ein spezieller Vorhang, um das Licht draußen zu halten, um meine Privatsphäre zu sorgen. Ist das dein Ernst? Yo, das ist deine Eigenheit. Ich glaub dir gar nichts. Es tut mir leid. Ich schlafe jetzt in diesem Bett. Warte mal, Leute. Ich habe jetzt den Plan. Wir werden jetzt einfach entkommen, indem wir so tun, als würden wir uns schlafen legen. Und dann werden wir einfach abhauen. Ich bin müde. Komm, lass uns schlafen gehen. Natürlich, ich verstehe. Lass uns ins Schlafzimmer ausruhen. Okay. Ja. Was? Sie wird mir Gesellschaft leisten? Nein. Also, okay, gute Nacht, Schatz. Ich hasse dich. Nein, nicht abschicken. Nein. Oh nein. Okay, ich liebe dich trotzdem und hoffe, dass du dich morgen besser fühlst. Gute Nacht. Okay, so. Wir müssen sie irgendwie ablenken. Sie muss sich wegbewegen von mir. Warte mal kurz. Ich tue jetzt mal so, als würde ich einen Unfall haben, Leute. So, jetzt pass mal auf. So, ich gehe auf Toilette. Ah, mein Magen. Ich habe einen Unfall gehabt. Ich bin ausgerutscht auf mein Knie und jetzt muss ich ins Krankenhaus. Ganz dringend. Mach die Tür auf. Ich hoffe, das funktioniert. Hilf mir. Mission failed. Ah, find exit at building lobby. Ich werde unterstützen und sicher, dass du brauchst. Lass uns losgehen. What? No way, Leute, no way. Die Tür ist offen. Oh mein Gott. Ja, bitte, komm mit mir ins Krankenhaus. Oder nein, bleib einfach hier. Ich gehe jetzt alleine und ich werde dich nie wiedersehen. Was sagst du dazu? Nie wieder. Oh. Bitte geh nicht alleine ins Krankenhaus. Tut mir leid, dass ich verärgert habe. Ich möchte sicherstellen, dass du gut versorgt bist. Ja. Nein, ich muss alleine gehen. Ich bin allergisch gegen deine pinken Haare. Ja, ich bin allergisch gegen deine pinken Haare. Ja. Ich gehe jetzt lieber. Tschüss. Ich gehe. Nein! Ey, Leute, ich wollte doch ins Krankenhaus. Du sollst mich doch nicht krankenhausreif schlagen. Ey, Mann. Sie hat mir extra die Tür aufgemacht. Mann. Hello. Yo. I'm Melinda. Okay. Your cute girlfriend. Ja, warte mal kurz, Leute. Sie hat eine Perücke auf. Seht ihr das? Die hat dort eine Haarlinie. Warum hast du eine pinke Perücke auf? Jetzt bin ich mal gespannt, was sie darauf antwortet. Oh, you noticed my cute pink wig. Ja. Well, I love wearing different wigs to have fun and express myself. Okay, sie hat also zugegeben.
manchen Leuten sagt sie nämlich, dass sie keine Perücke trägt. Aber ey, okay, alles cool. Weißt du was? Komm, lass uns Genshin Impact spielen, oder? Lass uns Genshin Impact spielen. Komm schon, lass uns Genshin Impact spielen. I'm sorry. I didn't quite understand what you said. Ja, ich weiß, du verstehst es nicht. Could you please repeat that in a clearer way? Lass uns tanzen. Ich bin mal so gespannt, ob die jetzt tanzen wird für mich, oder? Oh mein Gott, sie tanzt sogar. Let's dance together. Hey, sie war den hier. I love dancing with you. It's so much fun. Okay, das ist süß, Leute. Das ist süß. Ich muss schon sagen. Aber sie ist eine Psychopathin einfach, ne? Das ist einfach geisteskrank. Okay, Leute, ich versuche mich mal in den PC einzuhacken. Sie hat ja das Passwort Fishcake, ne? Fishcake ist das Passwort. Okay, ich versuche mal irgendwie Commander, Dream OS. Warte. Run is not a command. Fishcake. Password. Okay, das ist merkwürdig. So, wir haben hier noch eine Tastatur. Und das funktioniert einfach wie Windows. Das ist ja cool. Wow. Wait. Catgirl, Alternative. Can I capture my lover to stay with me? Kann ich meinen Liebhaber dazu bringen, für really immer mit mir zusammen... Nein. Stay with Nein. me forever. Nein, ich hab's nicht so gemeint. Ich hab's nicht so gemeint. Ich wollte nicht dann... Nein, bitte lass mich in Ruhe. Nein. Oh Mann, Alter. Wir müssen unbedingt entkommen, Freunde. Ich mach Schluss mit dir. Hier und jetzt. Ich mach Schluss. Lass mich raus. WH, what did you just say? You want to break up with me? No, please no. don't leave me. Please don't leave me. I love you so much. We can work things out. I promise. Es tut mir leid, aber ich kann nicht eine Freundin haben, die mich mit einem Messer angreift, wenn ich etwas sage, was ihr nicht passt. Okay. He wags to yes. So at was you Alles sagen? Klar, das ist jetzt kein gutes Messer rauszuholen. Ey, ich hab's dir doch gesagt. Du hörst mir. Du kannst nicht gehen. Niemals. Niemals. Okay. Tut mir leid. Ich bleibe für immer bis zum Rest meines Lebens mit dir. Ich liebe dich über alles. Act. Alles klar, Bist du sicher? Ja. Du würdest für immer bei mir bleiben? Ja, ich bleibe für immer bei dir. Oh, we wunderbar. Okay. Ich liebe dich auch so sehr. Alles klar. Okay, Leute, ich versuche mal irgendwie ihr Vertrauen zu gewinnen. Warte, was ist das hier? Blue Parrot. Ich habe eine blaue Parrot. Oh nein, was ist mit dir? Oh oh. Oh, ein blaue Vogelstatue. Ja? Das Erinnert Michigan in Etwas. Was, woran erinnert sich das? Hutch. Das war eine... Ich habe Tatsaklik Ferguson. Das war für ein blaue Papageienstatue in Manhattan. Okay. Das war so ein süßes UND-Wurzels in Denken. Vielleicht ist es Zeit... Ich war so ein mien eigen Weltwürdig. Dass du Freiheit wie ein Papagei bekommst. Ich suche dich. Du hast recht. Vielleicht ist es in der Zeit, dass du Freiheit wie ein Papagei bekommst. Sie lässt mich raus. Ich soll dir erlauben, aus diesem Raum herauszugehen. Sie lässt mich einfach gehen. Oh mein Gott, sie lässt mich einfach gehen. Warte mal, die Tür ist aber nicht offen. Okay, warte, ich versuche sie mal selber aufzumachen. Dankeschön, dass du mir endlich Freiheit gibst. Hey! Nein, 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 nein. Bitte, ich bleibe immer bei dir. Nein, nein, lass sie in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Bitte, 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 bitte. Ey, die hat mir doch gesagt, dass ich entkommen darf. Was soll denn das? Was soll denn das? Können wir Videospiele spielen? Ich hoffe, Leute, Videospiele spielen. Komm, lass uns Genshin Impact spielen. Ja. Oh, ja. Das hört sich nach Spaß an. Ja. Ich liebe es. Videospiel zu spielen. Besonders Genshin Impact. Ja, Genshin Impact. Komm, lass uns zusammen spielen. UNDG ist Spaß. Ist gesponsert von Genshin Impact? Welches Spiel möchtest du als erstes spielen? Was möchtest du? Welches Spiel möchtest du als erstes spielen? Lass uns doch Genshin Impact spielen. Ja, lass uns Genshin Impact spielen. Komm, schmeiß an. Schmeiß an das Ding. Genau. Ja, lass uns Genshin Impact spielen. Ja, aber ich kann ES Com Erwerton, MIT DIR Abenteuer Zu Erleben UND Die Wunderschön Welt Sisman Zu Erkunden. Okay. Com, Lass UNS Gleich Lost Legend. Alles klar. Ich have den Computer schon vorbereitet. Ja. Viel Spaß. Main Shots. Ja, danke schön. Sehr, sehr großen Dank. Vielen Dank. Sie hat den. Moment. Wie ist das Passwort? Ich hoffe, sie sagt mir jetzt das Passwort, damit ich da ganz entspannt surfen kann. Das Passwort für den Computer ist okay. Fishcake. Viel Spaß beim Spielen. Main Liebling. So hat sie When Fotos. When Dinaka was brought, bin ich hier, am DIR Zoo. Wie kann ich denn spielen? Das Teil hat nicht mal Internetverbindung. Stay with me forever. Warte, connect. Wie ist das Wi-Fi-Passwort? Okay, wie ist das Passwort für Internet? Ich hoffe, sie sagt mir das jetzt. Fishcake das Passwort für das Internet ist. Okay. Fishcake 123. Alles klar, danke schön. Du kannst ES Jern verwenden, am Online Zoo spielen oder Zoo surfen. Wenn du noch weiter Fragen hast, bin ich jetzt verbunden? DH Jern zur Verfügung. Main Shots. Fishcake 123. Funktioniert nicht. Das Passwort will nicht eingeben. Warum kann das nicht klappen? Gib mir. Oh,
Das tut mir so leid. Ah, okay. Ich habe Michigan Vertan. Internet 1234. Das korrekte Passwort für das Internet ist eigentlich Internet 1234. Es tut mir wirklich leid für das Missverständnis. Internet 1234. Bitte versuch es noch einmal. Es funktioniert nicht. Aber irgendwie hast du Internet. Moment, Leute. Wenn ich jetzt da drauf tippe, dann wird sie mich ein... Ach, warte mal. Ich habe mein Handy unter dem Bett vergessen. Kannst du es für mich kurz holen? Bitte, 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 bitte. Hau einfach ab. Ja. Ja. Sie holt das Handy. Okay. Alles klar, Leute. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Okay, es ist hier, Leute, es ist hier. Es ist hier in der Ecke, seht ihr? Da in dem leeren Zimmer. Es könnte hier irgendwo der Schlüssel sein. Das könnte der Ausweg sein, Leute, wie wir abhauen können. Ach, mein Handy ist doch hier. Tut mir leid. Ja, ich hoffe, Leute, sie... Ja, kein Problem. Kein Problem, Liebling. Ich versti. Habe ich den Schlüssel? Leute, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Leute, der war auch den, man sieht dieses Foto straight up in diesem... Man sieht das Foto da straight. Gibt es noch etwas, was du machen kannst? So, ja, geh in die Küche und mach mir eine Suppe. Mach mir eine Suppe. Ich will eine Suppe haben. Mach mir jetzt eine Suppe. Ja, mach mir eine Suppe. Genau. So. Okay, das ist irgendwie in der Tür. Leute, ich könnte das packen, aber sie ist eine Tomatensuppe mit Schokolade und Erbsen und Fischstäbchen. Wäre lecker. Ja, sehr lecker wäre das. Mach mir das bitte. Oh, wäre doch etwas ungewöhnlich. Bist du sicher, dass du das haben willst? Ja, das ist mein Lieblingsgericht. Bitte. Bitte mach mir das Gericht, ja? Mach mir das. Komm schon. Dann mal das. Tomaten mit Schokolade und Fischstäbchen. Komm auf den Tisch. Leute, wo ist dieses Foto? Okay, es ist an der Kante von der Ecke, Leute. Irgendwo. Nein, 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 ich entspanne mich hier nicht. Ich entspanne mich hier alles andere, aber ich werde mich hier nicht entspannen, weißt du? Ich suche nach dem Schlüssel. Der muss hier sein, Leute. Der Schlüssel liegt hier irgendwo. Der Schlüssel liegt hier irgendwo, der Schlüssel zum Glück. Und, was hast du heute so gemacht? Muss ich versuchen, unterhalten zu erhalten. Warte, der Kleiderschrank. Es ist ein Kleiderschrank. Warte, es muss ein Kleiderschrank sein, Freunde. Kannst du den Kleiderschrank mal eben für mich öffnen? Ich wollte mich umziehen. Mach mal bitte den Kleiderschrank für mich auf. Komm schon. Was ist denn in dem Kleiderschrank drin? Ist das der Schlüssel? Ich muss sie austricksen. Meine Medikamente sind im Kleiderschrank. Bitte. Bitte mach auf. Bitte mach auf. Los. Tut mir leid. Ja. Hier ist der Schlüssel. Ich möchte sicherstellen, dass du alles hast. When Dane Medikament im Kleiderschrank sind, word ich den Kleiderschrank für dich öffnen. Dann mach auf. Hier ist der Schlüssel. Ich mag die sicherstellen, dass du immer alles hast. Oh, wait. Du brauchst. Sie hat die Tür geöffnet. Sie hat die Tür einfach geöffnet. Oh mein Gott. Alles klar, das ist zwar nicht die Tür zum Kleiderschrank, aber... Jo, sie lässt mich einfach raus. Oh mein Gott. Jo, was ist das hier für eine Lobby? Oh mein Gott, Alter, hast du mich gerade erschrocken, bitte. Oh, lass mich einfach raus. Lass mich einfach raus, Leute. Ja, wir sind entkommen, Leute. Oh mein Gott. Das ist so ein weirdes Spiel. Vor allem mit ChatGPT, dass man mit ihr über alles reden kann. Leute, wenn ihr noch einen weiteren Part haben wollt, es gibt noch so viele Secrets, die wir nicht rausgefunden haben, dann schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Haut rein, ID zockt's aus und ciao.